Hallo und herzlich willkommen bei Invest and Grow. Mein Name ist Christopher. Ja, du siehst schon, kleine Überraschung, und zwar, ich befinde mich nicht mehr zwischen Palmen, sondern in einem Laubwald. Warum das so ist, warum wir unsere Bali-Reise jetzt wirklich abgebrochen haben, nach gut ja, 2,5, fast 3 Wochen, geplant waren 8 Wochen mit Baby, werde ich dir in diesem Video sehr gern erklären. Also es wird so eine kleine, ja, so ein kleiner Erfahrungsbericht, ganz einfach. Und ich denke, das Video ist auf jeden Fall ein Mehrwert für diejenigen, die gerne mit Baby nach Bali reisen möchten. Und ja, es hat mir auf jeden Fall auch die Augen geöffnet und ich denke, ich kann damit auch andere vielleicht so ein bisschen davor warnen. Natürlich kannst du es selbst probieren. Wie gesagt, wir waren auch so ein bisschen blauäugig und haben das Ganze versucht. Ja, besser versucht als nie gemacht. Ja. Deswegen mache ich hier dieses Video ganz einfach. Wie gesagt, es ist trotzdem selbst dir überlassen, was du am Ende damit machst, mit dieser Information. Ich starte ganz einfach mal. Und zwar, ja, Bali haben wir vorher schon des Öfteren erlebt. Und zwar waren wir ja schon seit 2016, 2017 schon mehrmals auf Bali. Ohne Baby immer mal so ein paar Wochen, also 4, 5, 6 Wochen immer mal so am Stück. Damals waren wir noch Studenten und konnten das auch zeitlich sehr gut vereinbaren in den Semesterferien. Deswegen hat sich das eigentlich immer angeboten, da nach Bali zu gehen. Und weil wir haben uns da immer super wohl gefühlt, sind dort viel gereist, also auf der Insel, auch viel mit Moped gefahren, waren in verschiedenen Orten, haben Menschen kennengelernt, ganz viele Locals dort kennengelernt und haben uns da eigentlich immer wohl gefühlt. Deswegen haben wir uns eben auch gesagt, okay, das Ganze versuchen wir jetzt auch mit Baby. Wir wollen einfach mal wieder raus, ein bisschen was erleben, ein bisschen Urlaub machen. Und ich denke, oder wir dachten, das wird schon nicht so schwer. So, jetzt ist es aber so, so ein Baby hat ja gewisse Ansprüche, beziehungsweise hast du natürlich auch gewisse Ansprüche, wenn du ein Kind hast. Ja, es kommt natürlich auch einiges an ja, Verantwortung mit. Und ja, dieses Video, was ich vorher gemacht habe, bevor wir nach Bali gereist sind, kann ich dir hier oben noch verlinken. Was so ja, der Grundgedanke war, ganz einfach, was ich dort auch weiterhin machen möchte mit der Arbeit etc. Und ja, ganz einfach. Also erstmal, der Flug war eigentlich ganz entspannt. Haben wir vorher schon gelesen, dass die Babys da eigentlich nicht ganz so viel mitbekommen von dem Flug. Und ja, das Ganze hat sich auch bewahrheitet. Das heißt, der Flug war eigentlich ganz entspannt mit Emirates. Es waren knapp 18 Stunden. Sicherlich nicht ganz so entspannt, wie als wenn du ohne Baby reisen würdest. Aber ja, an sich ganz vertretbar. So, die nächste Station war dann, dass wir dort eine Unterkunft hatten für 4 Nächte. Das hatten wir in Deutschland schon gebucht. Ganz einfach, um die Zeit so ein bisschen nutzen zu können, um von dort aus dann auch die weiteren Vorgehensweisen ja, zu planen, beziehungsweise auch von dort aus auch ja, die Besichtigung der weiteren Unterkünfte ja, zu machen, beziehungsweise der nächsten Unterkunft. Die war dann geplant für 4 Wochen. Das heißt, du schaust dir normalerweise dann eine Unterkunft an vor Ort, wo du gerne mehrere Wochen bleiben möchtest. Ich hatte geplant, ja, so ca. 1500 Euro möchte ich maximal im Monat dafür ausgeben für eine Unterkunft. Also Long-Term macht es natürlich dann irgendwann Sinn, dass du einen günstigeren Preis bekommst. Denn die Preise, ja, 1500 Euro sind super viel Geld, denn die Preise sind abnormal gestiegen auf Bali. Ja? Nicht zuletzt durch die ganzen, ja, ich sag mal, ja, Russen, die jetzt nach Bali gekommen sind. Also gerade Canggu, Little Moskau genannt mittlerweile. Da sind so viele, ich glaube auch reiche Russen gestrandet oder gelandet, die ganz einfach aus Russland ja, raus sind, so als eine Art Zuflucht. Und da sind natürlich auch viele reiche Russen dabei, denen es natürlich egal ist, wie viel sie da für eine Unterkunft bezahlen. Und dementsprechend verhält sich dann auch der Marktpreis von solchen Unterkünften. Und ja, also du findest da auch locker Unterkünfte für 3.000 4.000 oder 5.000 Euro im Monat, für die du normalerweise ja, nicht mal ein Drittel ausgeben würdest. Und ja, auf jeden Fall hat sich das als sehr, sehr schwierig herausgestellt, dort Unterkünfte zu finden, auch für
ja, längere Zeit. Denn ganz oft hast du eine Baustelle nebenan, das siehst du in keinem Inserat. Beziehungsweise ganz, ganz selten steht das in einem Inserat, dass da eine Baustelle nebenan ist. Du möchtest mit einem Baby nicht an der Baustelle wohnen, eigentlich auch sonst nicht. Dann das nächste, der Verkehr. Ja? Wenn die Unterkunft direkt an der Hauptstraße ist, hast du auch gar keine Lust, da zu wohnen. Denn erstens, du hast die Lautstärke, auch nachts, auch spät in die Nacht rein, fahren dort Mopeds, die unglaublich laut sind und Motorräder. Unglaublich laut, also hochgetunt bis sonst was, frag mich nicht, auf jeden Fall so laut, dass du da nicht schlafen kannst an dieser Straße. Dann das zweite natürlich noch der Smog. Ja, durch die vielen Fahrzeuge hast du schon so einen beißenden Geruch und das hast du jedes Mal gemerkt, wenn du dort über die Straßen gefahren bist. Mit dem Moped fahren wir meistens und es war, also gerade an diesen engen Stellen, wo sich dann doch sehr, sehr viele Mopeds angesammelt haben und sehr viele Fahrzeuge angesammelt haben, da hat sich so viel Smog angesammelt, dass es schon richtig gekratzt hat im Hals. Ja. Und so stelle ich mir meinen Urlaub insgesamt nicht vor. So, das war jetzt mal so ein kurzer Exkurs. Letztendlich haben wir dort keine vernünftige Unterkunft gefunden. Die Unterkunft, die ich hier auf YouTube veröffentlicht habe, also die kleine Roomtour, die war soweit in Ordnung, aber es hat sich dann irgendwann herausgestellt, also ziemlich schnell, wir hatten die für 13 Nächte, dass direkt nebenan eine Baustelle ist. Das heißt, die haben da gebohrt, gesägt, es war ein Betonmischer ständig an und das sind keine europäischen Betonmischer, sondern die haben gerattert. Ja? Das waren so steinzeitliche Maschinen, die haben gerödelt, gerattert. Den ganzen Tag haben die da Beton gemischt. Und leg da mal ein Baby schlafen. Ja, da hast du mal eine Unterkunft gefunden, die halbwegs okay ist, wo du so ein bisschen Zeit verbringen kannst, wo du normale kleine Routinen vielleicht etablieren kannst. Und dann irgendwann zweiten oder dritten Tag fängt die Baustelle nebenan an zu arbeiten und du hast gar keine Lust mehr. Ja? Du hast wenig Schlaf durch das Baby. Zwischenzeitlich hatte unser Baby noch Fieber, das heißt, da mussten wir uns auch drum kümmern. Wir hatten schlechte und kurze Nächte, also Stresslevel war sehr, sehr hoch und dann irgendwann haben wir uns entschieden, wir brechen das Ganze ab. So, das ist wirklich jetzt die Kurzfassung. Ich hatte in dieser Unterkunft ganz schlechtes Internet. Das bedeutet, ich konnte da kaum arbeiten. Gerade jetzt zum Q4 im T-Shirt-Business fatal, kann ich mir nicht leisten. Das heißt, ich bin jetzt froh, wieder in Deutschland zu sein. Die Rückreise war richtig gut. Kann ich auch mal ganz kurz erzählen. Und zwar, wir sind mit Emirates geflogen. Eigentlich ganz entspannt und dadurch, dass ich die Amex benutze für die Werbeausgaben, sammle ich Punkte. Und diese Punkte kann ich jeweils auf der Fluggesellschaft kann ich die umwandeln in Flugmeilen. Das sind sogenannte Skywards bei Emirates. Und ja, das habe ich gemacht und ich konnte einen Flug upgraden mit den Punkten. Und wir sind einfach mal Business geflogen. Ich bin vorher noch nie Business geflogen. Oh, überragend. Also das war eigentlich das Beste am ganzen Urlaub, muss ich gestehen. Alles andere war ja größtenteils Stress. Es war ganz anders. Nochmal ganz kurz diese Doppelmoral auf Bali. Ja, es gibt ganz viele Influencer oder möchte gern Instagrammer, wie auch immer. Die sind dort auf Bali, die machen dort direkt an der Hauptstraße Bilder von ihrer Fruitball und wie gesund das alles ist. Und du siehst 5 Meter weiter die ganzen Mopeds vorbei rattern. Ja, du kannst da kaum atmen. Aber Hauptsache, die machen ihre schicken Fotos und teilen das an ihre Follower. Es ist so viel Lug und Trug da. Entschuldigung, aber ja, das musste ich jetzt mal loswerden. Bali so an sich kannst du immer noch sehr, sehr gut bereisen. Ich denke, allein oder als Paar, aber ohne Baby. Mit Baby bist du einfach zu sehr gebunden. Du bist an die Zeiten gebunden, du bist an die Orte gebunden. Du kannst nicht einfach so losreisen mit Baby. Das haben wir sonst auch immer gemacht. Wir sind sonst immer einfach los, haben geschaut, wo wir uns was Schönes angucken können. Du hast so viel entdeckt, allein ohne Baby.
Aber mit Baby, du hast einfach nicht die Zeit, du hast irgendwann nicht mehr die Nerven und die Energie dafür. Deswegen, also mit Baby kann ich dir leider nicht mehr dazu raten, nach Bali zu reisen. Da kann ich wirklich nur abraten davon. Deswegen haben wir das Ganze auch abgebrochen. Geplant waren, wie gesagt, 8 Wochen. Ja, ein Glück, es sind nur 2,5, also fast 3 Wochen gewesen, die wir dort gewesen sind. Ich habe trotzdem sehr, sehr viel Geld bezahlt. Insgesamt natürlich auch für die Umbuchung am Ende für den Flug. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar. Wir haben wieder ein bisschen was dazugelernt als junge Familie. Und ich hoffe, ich konnte dir damit auch so ein bisschen weiterhelfen, gerade wenn du vielleicht auch eine junge Familie hast und gerne mit Baby reisen möchtest. Mach es irgendwie in Europa, irgendwo, wo vielleicht Trinkwasser aus dem Hahn kommt, wo du nicht alles abkochen musst vorher. Ja, also warte noch ein bisschen die Zeit ab. Auf jeden Fall, also ganz allgemein gesprochen, es gibt natürlich Menschen, die können das ab, die können das alles organisieren. Aber ich sag mal, für unser Setup war das überhaupt nicht passend. Deswegen, wir warten das Ganze ab. Wir schauen uns jetzt ein bisschen hier in der Umgebung um, schauen, was wir hier machen können, so an Urlaubsaktivitäten. Ansonsten, ja, ganz einfach. Schreib mir jetzt gerne in die Kommentare, wie du das gehandhabt hättest, was du davon hältst. Wie gesagt, das war jetzt hier eine ganz kurze, ja, Sichtweise von mir. Ja, schreib mir einfach, wie du das Ganze siehst, wie du das vielleicht handhabst in deiner jungen oder mit deiner jungen Familie. Habt ihr vielleicht auch gerade eine Reise geplant? Wie sieht das Ganze aus? Und ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, damit verabschiede ich mich erstmal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gern im nächsten Video. Bis dahin, danke, tschüss.